sind total begeistert von Verena Schneiders neuer Frisur. Ein ja. bisschen wild, aber... Ja, ich habe mir gedacht, heute gehe ich ein bisschen die Schere. Ja. Aber es wird auch heiß. Fährst du zur Queen und trägst Hut, oder wie? Ja. Nein, ich brauche einfach irgendwo ein Schattenplätzchen und das ist momentan sehr, sehr rar. Und damit ich nicht, weil ich ja arbeiten muss, nicht jetzt schon irgendwo am See fahre, um meine Liege zu reservieren, muss ich mir irgendwie jetzt schon ein Schattenplätzchen besorgen. Heiß war es gestern, heiß wird es heute, heiß wird es morgen und du hast dann schöne Bilder mitgebracht aus Podersdorf. Ja, vollkommen richtig. Und es wird heute nicht nur... In Podersdorf ist es noch ein bisschen windig und das heißt perfekte Bedingungen auch für Kitesurfer. Aber es wird heute im Laufe des Tages noch relativ windstill und dann gibt es wirklich heiße Temperaturen. Das heißeste Bundesland, nämlich Burgenland, mit bis zu 37 Grad. Ja, und das mit der Abkühlung im Neusiedler See ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Sache. Wie kalt ist es? 26 bis 27 Grad. Aber es ist nass. Ja. Gut. Und sonst so in Österreich? Ja, und sonst so würde ich Ihnen auch raten, sich irgendwo ein schattiges Plätzchen oder seien Sie froh, dass Sie vielleicht momentan in der Arbeit sind oder bald in der Arbeit sind. Denn heute wartet wieder ein sehr, sehr heißer Tag auf Sie. Nach ein paar Wolkenfeldern am Vormittag, da zeigt sich immer mehr die Sonne bei uns in Österreich. Ja, und die bleibt den ganzen Tag und auch am Nachmittag ändert sich diesbezüglich nichts. Es bleibt weiterhin sehr, sehr sonnig. Einzig und allein in der Gegend Tirol, da kann es vereinzelt Wärmegewitter geben, aber die treten nur punktuell auf und sie sind deutlich weniger als in den letzten Tagen. Die Temperaturen, die liegen so um die 31 Grad in Tirol, um die 32 in Salzburg und Vorarlberg und wenn wir Richtung Osten schauen, in Wien 35 Grad und Burgenland haben wir schon angesprochen, um die 37 Grad. Ein Blick auf die nächsten Tage heißt... Der Hut ist Pflicht, denn es wird noch deutlich heißer bei uns in Österreich. Wir kriegen nämlich Tageshöchstwerte am Samstag bis zu 40 Grad. Allerdings, da muss man ehrlich gestehen, auch da im Westen vor allen Dingen einige heftige Gewitter, da kann auch Hagel dabei sein. Die ziehen dann im Laufe des Samstags Richtung Osten, aber das Wetter beruhigt sich dann wieder und es bleibt weiterhin sommerlich mit Temperaturen zwischen 36 und 38 Grad. Und ich will nur sagen, ich sehe die ganze Zeit Flodanne, er lacht die ganze Zeit über diesen Hut.